Polkadot war ja einer der Kryptostars in den letzten ein, zwei Jahren. Allein im letzten Jahr hat sich diese Kryptowährung DOT ja vervielfacht auf ein Rekordhoch bei über $50 im November 2021. Seither ist aber Polkadot massiv gefallen, also zeitweise war Polkadot wieder unter $10 zu haben. Dennoch sind einige Kryptoanalysten, wie zum Beispiel Benjamin Cohen, nach wie vor sehr optimistisch für Polkadot und glauben, dass diese Kryptowährung vor einem großen Comeback steht. Warum und wieso? Genau darüber sprechen wir gleich nach dem Intro. Herzlich willkommen zu unserem YouTube-Kanal CryptoReport. Bei uns geht es wie immer um die Themen Bitcoin und Co. einfach erklärt. Ja, Benjamin Cohen ist sozusagen der Super-Optimist unter den Polkadot-Fans, denn er glaubt, dass Polkadot in wenigen Jahren bei 150 US-Dollar stehen kann, also sein bisheriges Rekordhoch aus dem November 2021 nochmal verdreifachen kann. Aber nur dann, wenn der Kryptomarkt eine Marktkapitalisierung von 10 Billionen US-Dollar erreicht. Und bis dahin ist eben noch ein weiter Weg zu gehen, auch für Polkadot. Polkadot ist ja noch ein relativ junges Projekt, erst im Jahr 2017 von Dr. Gavin Wood aus der Taufe gehoben. Er kam ja von Ethereum, ist Ex-Ethereum-Mitgründer sozusagen. Und erst im Januar 2022 ging ja mit Moonbeam die erste Parachain auf dem Polkadot Mainnet an den Start. Inzwischen wurde der 17. Slot, Parachain-Slot, vergeben und das Ökosystem wächst auch langsam, aber sicher. Und Polkadot hat ja diese langfristige Version, dass man sich zum Netz der Netze entwickeln möchte, also zum Internet of Blockchains. Und ich habe ja zu Polkadot schon das ein oder andere Video gemacht, blende ich euch nochmal ein, könnt ihr euch nochmal ansehen. Darum heute nicht mehr so in diese technischen Details, was die Blockchain angeht, sondern ich möchte heute eher um die oder über die Use Cases, über die Anwendungsmöglichkeiten und über die nächsten großen Schritte von Polkadot sprechen. Weil wir gerade über Anwendungsfälle gesprochen haben, also zuletzt kam ja mit Origin Trail eine neue Parachain auf Polkadot dazu, also eine Art neue Nebenblockchain, die gerade auf Polkadot entsteht. Und Origin Trail ist ein ganz interessantes Projekt, wie ich finde. Also Origin Trail bezeichnet sich selbst ja als der weltweit erste dezentrale Knowledge Graph. Und dabei geht es darum, dass man sowohl physische Assets als auch digitale Assets verifizierbar macht auf der Blockchain. Das hört sich jetzt erst einmal relativ banal an, hat aber eine große Wirkung. Zum Beispiel in der Ukraine, wenn ein großer Pharmahersteller hergeht und sagt, ich möchte jetzt wichtige Medikamente in die Ukraine schicken, oder eine Non-Profit-Organisation, die zum Beispiel Warenspenden für die Ukraine sammelt, kann dann über Origin Trail sicherstellen, dass diese Produkte auch an der richtigen Stelle ankommen und nicht auf dem Schwarzmarkt verkauft werden. Und ein weiteres Beispiel wäre, wenn ich als Konsument jetzt in den Supermarkt gehe und zum Beispiel herausfinden möchte, wo kommt mein Fleisch überhaupt her, dann kann ich das mittels QR-Code einscannen und dann nachsehen, wie sieht die Tierhaltung bei diesem Hersteller aus und so weiter und so fort. Also ihr seht schon, diese Tracing-Lösungen haben unbegrenzte Anwendungsmöglichkeiten fast schon. Und das Interessante dabei ist, dass diese Lösungen ja heute in der Praxis schon einsatzbereit sind und nicht erst in der fernen Zukunft. Für Polkadot ist es natürlich wichtig, dass immer mehr neue Anwendungsfälle und auch Parachains auf Polkadot entstehen, damit dieses ganze Ökosystem wachsen kann. Aber es ist auch wichtig, dass diese verschiedenen Projekte, diese verschiedenen Parachains untereinander, miteinander kommunizieren können. Und da hat eben Polkadot in den letzten Wochen einen ganz wichtigen Schritt nach vorne gemacht. Und darüber sprechen wir gleich noch. Zunächst ein kurzer Blick auf den Polkadot-Chart, denn zuletzt war ja diese Kryptowährung dort wieder für unter $10 zu haben. So, wir sehen hier den Polkadot-Chart in US-Dollar. Die Preise kommen von der Kryptobörse Binance und heute ist der 24. Mai am Dienstagvormittag und wir können den Kurs der Kryptowährung DOT, ist ja das Kürzel von Polkadot, bei knapp unter $10 sehen, nachdem wir im November 2021 schon bei über $55 waren. Das war ja das bisherige Rekordhoch von Polkadot, aber in den letzten 6 Monaten haben wir eine deutliche Marktkorrektur gesehen, also Polkadot ist massiv gefallen und wir sehen das auch an diesen gleitenden Durchschnitten. Also sowohl der 50-Tage-Durchschnitt, der sich bei etwa $15 bewegt, als auch der 200
Tagesdurchschnitt, der bei etwa 23 Dollar verläuft, diese rote Linie, befinden sich ganz klar im Abwärtstrend und das ist typisch für einen Bärenmarkt. Und zuletzt Mitte Mai war auch Polkadot kurzzeitig überverkauft, was für eine technische Gegenbewegung sprechen würde. Die ist aber bislang eher mau ausgefallen, obwohl der Trendfolgeindikator MACD jetzt ein Bullish Crossover signalisiert, also vom 20. Mai, und das würde auch für eine weitere technische Erholung sprechen. Aber wie gesagt, ich sehe da leider nur wenig Luft nach oben. Also die 50-Tage-Linie verläuft, wie gesagt, bei 15 Dollar. Und der RSI hatte Mitte Mai eine überverkaufte Situation angezeigt. Das sind wir hier. Ist aber inzwischen wieder in den neutralen Bereich zurückgelaufen, nachdem sich die Kurse etwas wieder erholt haben. Also Polkadot ist im Moment zumindest nicht überverkauft auf Tagessicht. Und das Unbalance-Volumen OBV hat hier einen Tick nach unten gemacht. Also hier haben offenbar auch die Großanleger verkauft. Aber ansonsten sehen wir eine Seitwärtsbewegung in den letzten Monaten. Und das bedeutet, dass sich die Großanleger mit Käufen eher zurückhalten. Und wenn wir uns das Jackie Money Flow, das CMF, ansehen, dann haben wir Mitte Mai einen massiven Verkaufsdruck gesehen. Das Ganze ist inzwischen abgeebbt, aber es ist auch kein richtiger Kaufdruck bislang entstanden und damit dürfte diese technische Erholung eher auf kurzen Beinen stehen. Auch wenn wir uns das 50-Tage-Momentum ansehen, dann können wir erkennen, dass das Momentum hier seinen Aufwärtstrend nicht weiter fortsetzen konnte, sondern ganz im Gegenteil seit Ende April im Abwärtstrend ist. Und das spricht tendenziell für eine weitere Konsolidierung bei Polkadot. Und wenn wir uns das Ganze auf dem längeren Zeitfenster im Wochenchart ansehen, dann können wir erkennen, dass sich Polkadot im Prinzip auf diese Ausgangsposition vom November, Dezember 2020 zurückbewegt. Damals war ja Polkadot noch für 4, 5 Dollar zu haben. Und das könnte jetzt wieder der Fall sein, dass die Kurse nochmal auf dieses Niveau zurückfallen. Das halte ich für nicht ganz unwahrscheinlich, vor allem weil der Trendfolgeindikator MACD auf Wochensicht weiter fallende Kurse anzeigt. Also dieses Bullish Crossover, das sich hier Mitte Mai bzw. Mitte April angedeutet hat, ist leider nicht zustande gekommen. Vielmehr ist dieses Bearish Crossover vom 22. November 2021 weiter intakt und der MACD, ihr seht es selbst, deutet hier weiter sinkende Kurse an und auch der RSI ist auf Wochensicht noch nicht überverkauft, hätte also noch Luft nach unten. Und daher halte ich es für nicht unwahrscheinlich, dass wir tatsächlich dieses Kursniveau von 4, 5 Dollar bei Polkadot nochmal sehen könnten, auch wenn das Interesse insgesamt am Polkadot weiter hoch bleibt, trotz dieser Underperformance, die wir in den letzten Monaten bei Polkadot gesehen haben, ist es so, dass die Zahl der Adressen, die dort halten, kontinuierlich steigt. Also in den letzten Monaten wurde ja die Marke von 1 Million Adressen überschritten und diese Grafik bewegt sich hier auf 1,2 Millionen Adressen jetzt zu. Also das ist tendenziell ein gutes Zeichen. Und das Polkadot-Ökosystem wächst ja auch weiter. Also wir haben ja im ersten Quartal bereits 13 Parachains gesehen. Und es wird erwartet, dass diese Zahl auf 41 Anfang 2023 steigt. Also zuletzt sind ja mit Polkadex und Origin Trail weitere Parachains dazugekommen. Also Origin Trail hat sich hier den Slot Nummer 17 gesichert. Zuvor Polkadex den Slot Nummer 16. Also das Ganze wächst und Polkadot zählt ja nach wie vor zu den populärsten Blockchains, was die Entwickleraktivität angeht. Also Polkadot ist hier in den Top 3. Also insgesamt sind es rund geschätzt 1400 Entwickler, die sich an diesem Krypto-Ökosystem beteiligen. Und zuletzt waren ja auch 130 Millionen Polkadot in diesen Parachains gelockt im ersten Quartal 2022 und jetzt kommt es auf dieses Cross-Consensus-Messaging-Protokoll an, das XCM-Protokoll, das einfach diese Cross-Chain-Kommunikation ermöglicht, also die Kommunikation zwischen den einzelnen Blockchains, und darüber sprechen wir jetzt noch gleich vor der Kamera.
Also Polkadot weiter im Abwärtstrend und eine schnelle Trendwende ist in meinen Augen auch noch nicht in Sicht. Also dazu müsste Polkadot erst einmal an diese 50-Tage-Linie bei etwa 15 Dollar heranlaufen und diese auch überwinden, bevor sich weiteres Aufwärtspotenzial ergibt. Und zuletzt konnte sich eben auch Polkadot nicht diesem schwachen Kryptomarkt entziehen. Und der Kryptomarkt korreliert wiederum sehr stark mit dem Aktienmarkt. Und das ist dann im Prinzip das Problem, dass diese allgemeine Marktschwäche hier weiter die Kurse nach unten drückt. Und von daher sehe ich die Gefahr, dass die Kurse weiterfallen, als relativ groß an. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir nochmal dieses Niveau von Ende 2020 bei etwa 4, 5 Dollar testen werden. Aber das ist nur meine private Meinung, keine Anlageberatung. Ähnlich ist die Situation derzeit auch bei Ethereum, also die Kurse fallen ja seit Monaten und Gavin Wood, der Mitgründer von Polkadot, hat ja in einem jüngsten Interview Polkadot mit Ethereum 2.0 verglichen und genau da ist das Problem im Moment bei Ethereum, dass sich dieses wichtige Upgrade, diese Umstellung auf Proof of Stake immer mehr verzögert und wie es bei Ethereum weitergeht, genau darüber sprechen wir am kommenden Samstag in unserem Crypto Report und ihr wisst ja, unter Crypto-Report könnt ihr euch jederzeit kostenlos anmelden und dann bekommt ihr jeden Samstag unsere neueste Ausgabe in euer E-Mail-Postfach und ihr habt zugleich Zugriff auf unser gesamtes Archiv auf alle bisher erschienenen Ausgaben. Nochmal kurz zurück zu unserem Hauptthema. Ich habe es bereits kurz angesprochen. Also Polkadot hat Anfang Mai einen sehr wichtigen Schritt nach vorne gemacht, wie die einzelnen Parachains miteinander, untereinander kommunizieren können, denn man hat ein neues Cross-Consensus-Messaging-System namens XCM eingeführt und da muss ich mich gleich korrigieren, das ist kein neues Protokoll, sondern ein neues Format und dieses Format legt fest, wie verschiedene Systeme, Parachains, Smart Contracts, technische Brücken, aber auch Shards miteinander kommunizieren, also wie diese Nachrichten dann technisch verarbeitet werden. Und das bedeutet, dass diese Parachains zum ersten Mal dann miteinander kommunizieren können, bedeutet für mich als Nutzer, kann ich dann hergehen und zum Beispiel ein NFT von einer Parachain in die andere Parachain schicken. Für Polkadot selbst ist dieses neue XCM-Format ein großer Schritt nach vorne, weil diese Parachains dann nicht mehr natürlich isoliert alleine dastehen, sondern dann erst diese ganzen Netzwerkeffekte auf Polkadot nutzen können und Polkadot selbst sich dann zu einem Multi-Chain-Netz entwickelt und damit kommt Polkadot seiner großen Vision, sich zum Internet der Blockchains zu entwickeln, natürlich einen großen Schritt näher. Noch ein kurzes Fazit zu diesem ganzen Thema. Also mit dem Einzug dieses neuen XCM-Formats entwickelt sich Polkadot immer mehr zu einem Multi-Chain-Netzwerk und kann damit immer mehr seine Vorteile im Bereich der Interoperabilität ausspielen. Bedeutet, diese einzelnen Parachains werden zu einem homogenen, einheitlichen und skalierbaren Netzwerk. Und der Vorteil dieser Layer-0-Architektur ist einfach, dass sich diese Parachains auf die Lösung ganz spezieller Probleme konzentrieren können. Bedeutet, die Entwickler müssen sich keine Gedanken über das Thema Sicherheit oder Skalierbarkeit machen, denn das Ganze wird von Polkadot so bereitgestellt. Und ein weiterer Vorteil dürfte gewesen sein, dass Polkadot von Anfang an auf WebAssembly gesetzt hat und damit wird das Leben für die Entwickler leichter, denn die können dann mit verschiedenen Programmiersprachen diese Smart Contracts schreiben, also mit Rust oder C-Sharp oder mit TypeScript, alles wird unterstützt und damit ist natürlich mehr Flexibilität gegeben. Zudem kommt noch dazu, dass Polkadot beim Thema Skalierbarkeit, beim Thema Sharding auf heterogenes Sharding gesetzt hat als eine der wenigen Chains und das bedeutet, dass diese Shards eine unterschiedliche Größe haben können, eine unterschiedliche Beschaffenheit haben können und damit ist natürlich auch mehr Flexibilität, mehr Dynamik in diesem System drin und das sind so die Vorteile, die Polkadot auszeichnen und von daher glaube ich, dass Polkadot in den nächsten 2-3 Jahren weiter sehr relevant bleiben wird und ich denke, dass wir in den nächsten Jahren wieder deutlich höhere Kurse als aktuell sehen, aber das ist nur meine private Meinung, keine Anlageberatung. Dann interessiert mich noch eure Meinung zu diesem Thema. Glaubt ihr, dass Polkadot eine neue Internetrevolution anstoßen kann oder seht ihr eher ein anderes Projekt vorne? Bitte kurz unten in die Kommentarliste. Ansonsten hätte ich mich über einen Daumen hoch gefreut, wenn euch das Video gefallen und weitergeholfen hat. Und natürlich könnt ihr wie immer an dieser Stelle meinen Kanal abonnieren und das Glöckchen drücken. Dann werdet ihr informiert, wenn wieder ein neues Video von mir erscheint.
Das nächste Video am kommenden Donnerstag gibt es dann von Philipp. Donnerstag ist ja ein Feiertag. Er wird mich dann vertreten und er möchte euch die neuesten Entwicklungen bei Phantom vorstellen. Denn da gab es ja zuletzt Gerüchte, dass DeFi-Superstar André Kronje zurückkehren wird. Ich hoffe, ihr schaut wieder rein. Wir sehen uns wahrscheinlich erst am kommenden Dienstag wieder mit einem neuen Bitcoin-Thema. Und bis dahin wünsche ich euch schon einmal einen schönen Feiertag. Macht's gut, bleibt gesund. Bis zum nächsten Video.